glaube, ich muss das nochmal machen. Guten Abend, Twitch. Hallo YouTube. Wir sind hier gerade live hier auf Twitch. Und endlich habe ich es geschafft mit dem Ton. Ja, dass ihr den Ton da draußen quasi bekommt hier im Livestream, dass ich einen Ton hier habe, wenn ich zock. Weil ohne Ton hier macht es keinen Bock. Wir gehen direkt da wieder rein in Super Mario Bros. Super Mario Brothers Numero Uno. Habe ich vor 29 Jahren. Nee, noch länger. Mit 5 oder mit 6 habe ich das erste Mal gespielt. Mit 5 oder 6. Also sagen wir mal, vor über 30 Jahren das erste Mal gespielt. Und da gehen wir direkt rein hier in die Spieleauswahl, ganz klar. Und ich muss nochmal sagen, dieses Family-Abo, göttlich. Ne, ich habe jetzt hier nur die NES, was ihr seht, aber ich habe noch den N64 runtergeladen und den Super Nintendo. Nicht Emulator, sondern halt eben diese Plattform hier. Und da gehen wir doch direkt rein. So, aber ich mache das hier mal wieder aus, das Licht. Das ist mir ein bisschen zu hell. Das ist, na, will ich nicht. So. Dann würde ich sagen, let's go. Super Mario Brothers hier von 1985 überlesen können. Also 86 bin ich geboren. Ein paar Jahre später durfte ich das eigentlich quasi, da war ja die Konsole quasi schon tot, oder nicht? Ne? Da ist ja schon die NES da, war dann schon die, ich glaube, die Super NES war dann, glaube ich, schon da. Oder war das gerade im fliegenden Wechsel? Wie dem auch sei, rein damit. Aber ich glaube, das können wir ein bisschen lauter schalten hier, ne? Das geht so. Das geht so. Aber ich starte das Ganze jetzt nochmal neu. So, wo ist jetzt der Ton hin? Selber verarscht. So. Ich starte jetzt zum letzten Mal neu. Also vorbehaltlich. So. Let's go, der Hase. Nee, nochmal, nochmal. Das muss flutschen. Das muss flutschen, wenn ich reingehe. Wie ich das anhört. Spiel zurücksetzen. Komm, nochmal rein. Einmal, einmal. Bitteschön, Dankeschön. Kommen Sie wieder. Ja, das. Mach mal. Ach, komm, schon wieder hier hängen geblieben. Ich habe wieder gar keine Lust. Ja, also. Nee, nee, nee. Ich habe es die letzten Tage schon so oft durchgespielt jetzt wieder. Ja, was soll ich denn sagen? Es macht süchtig. Vor allem halt nochmal, dieses Family-Abo. Brutal, ey. Brutal. So viele Spiele. Klar, natürlich, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, aus der Kindheit, das ist so ein bisschen verklärt, ne? Man hat es noch anders in Erinnerung und es war auch ein anderes Feeling. Guck mal, wie ich das spiele. Meine Güte. Ja, man, also oftmals betrügt einem ja dann quasi so die eigene Erinnerung. Ja, war das jetzt wirklich so glorious, wie man denkt? Vielleicht ist man da auch ein bisschen enttäuscht. Bei manchen Spielen war es auch der Fall, ne? Dass man so, guck mal, guck dir das an. Dass man sich da selber irgendwie veräppelt hat. Aber hier, Mario ist und bleibt das Spiel. Auch jetzt der zweite Teil eher weniger für mich, sondern vielmehr noch der Teil Nummer 3. Teil Nummer 3 auch nochmal, auch durch die Welt, die sie da eingeführt haben, ne? Durch diese Map. Auch großartig. Auch von den Items, die man benutzen kann, konnte man auch das zum ersten Mal fliegen mit diesem Puschel. Guck mal hier, das habe ich früher alles nicht gewusst, dass du hier so über die Pflanzen springen kannst, ne? Weil die ja quasi so eine komische Hitbox haben. Also eigentlich keine, also in diesem Falle fast keine konsequente Hitbox, sodass man halt eben wirklich so pixelperfekt drüber springen kann. Ohne dass man eben sein Leben verliert oder halt in dem Fall er stirbt. Genau, Part Nummer 1,
Der zweite Teil fand ich überhaupt nicht gut, ne, wo man diese Steckrüben hat ziehen können, sowas, ja, wo man dann als Peach spielen konnte, Toad, Luigi, überhaupt nicht mein Ding. Also selbst als ich klein war, das zum ersten Mal gespielt habe, überhaupt nicht. Ich glaube, jetzt wird es auch nicht so der Fall sein, dass ich da Bock drauf habe. Es war halt einfach ein anderes Gameplay und man hat auch gemerkt, dass es eigentlich gar nicht original Nintendo war, sondern halt eben abgekupfert. Und in den anderen Teilen hinterher hat man es dann halt eben doch gemerkt. Und was ich auch gesehen habe, ey, an mir sind ja so viele Spiele verloren gegangen oder vorbeigegangen, von denen ich gar nichts gewusst habe, vor allem Game Boy Advance Spiele, was Mario angeht, so dass ich da auf jeden Fall auch mal wieder ein bisschen exzessiver reinschnuppern muss, ne? Weil auch voll viele Zelda-Games sind an mir vorbeigegangen. Ja, aber was willst du denn alles spielen, ne? Kannst nicht alles spielen. Ich meine, dazwischen ist ja auch ein bisschen Leben passiert, Arbeit, dies, das. So dass du halt eben nicht unbedingt immer die Prio auf dem Zocken hattest. Aber hier, das jetzt nochmal, das bringt mich hier wieder auf andere Gedanken, so ein bisschen entspanner. All das Feeling, auch die Sounds, ne? Großartig. Aber auch die Speedrunner, deswegen bin ich auch so angefixt von dem ganzen Gaming hier wieder. Was sie da rausgeholt haben aus dem Spiel, ne? Die ganzen Abkürzungen, auch die Sprünge, also fantastisch. Ey, guck dir das an. Jetzt habe ich hier diese Funktion, wo man zurückspulen kann. Also echt cool, was sie da auch jetzt so gemacht haben in der Community. Herausgefunden haben. Oh, vor allem auch Sprünge halt. Dass die Pixel perfekt sind, vor allem Frame perfekt. Und hier, also das kann man sich eigentlich gar nicht geben, so wie ich das hier gerade spiele, weil im Original, wenn die das zocken, die fliegen da quasi durch das Level. Also schon krass. Ah, geht schon weiter. Ah ja, okay. Nein, 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 nein. Und siehst du, eigene Blödheit wird bestraft. Schon wieder, warte mal, zurück, zurück. Also normalerweise ist das Level gar nicht so schwer. Und ich glaube, hier gibt es irgendeine Abkürzung, die ich noch nicht weiß. Weil ich glaube, dass man diese Passage gar nicht so spielen muss mit den ganzen Bullet Bills. Der fliegt immer noch, aber weil am Ende des Levels gibt es auch einen Trick mit dem Bullet Bill. Guck, das, also. Dass man quasi mit dem Bullet Bill quasi reinglitscht in das Abschlusstor hier unten, ne? Und so halt eben diese Animation noch überspringen kann quasi. Ja, also so viel zum Gaming, ne? 8-3, wir sind fast am Ende vom Spiel. Vorletzte Level, weil danach kommt das Schloss, das Bowser-Schloss. Du bleibst hier unten, genau. Jawohl, diesmal sind sie auch alle unten, die Hammerbrüder. Ich hoffe, so hießen die mal Hammer Bros, ne? Was? Wurden der mich jetzt noch erwischt? Glaubst du das? Ja, siehst du mal. Weil manche Sprünge hier, ne? Komm, 8-4. Direkt in den Abgrund. Ayo, komm, ey. Zack. Und ich hab's jetzt auch die letzten Recordings reingeblabbert und was weiß ich nicht. Als Kind war das so schwer. Auch hier gibt es ja diese Problematik in dem Level mit den verschiedenen Röhren. Du wirst jedes Mal, wenn du die falsche Röhre packst oder reingehst, wirst du wieder an den Anfang vom Level transportiert oder an die Röhre, die davor liegt. Also total konträr gegen das Durchspielen überhaupt. So dass man halt eben auch das Problem hat mit der Zeit. Denn manchmal als Kind ist ja auch die Zeit dann abgelaufen. Und wenig Continues, kaum Leben gesammelt. So dass man halt eben das ganze Spiel dann komplett wieder von vorne hat spielen dürfen und können.
Auch hier, guck mal. Früher wäre ich ja gar nicht durchgelaufen. Ich habe gedacht, der macht mich jetzt kaputt. So, zack, nein. Dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ende. Guck mal. Ich bin doch Jeck. Machen wir eins zurück. Wieso hatten da jedes Mal ein anderes... So, und ciao. Das war's, Kinders. Mario durchgespielt. Klar, ich habe die Funktion mit dem Zurückspulen. Ist halt ganz fair und nicht ganz fein. Aber hey, es ist durch. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo der Weltrekord ist. Bei 4 Minuten irgendwas. 4 Minuten 30, 4:32, 4:50. Ich glaube 4:30 irgendwie. Aber das könnte ich, also so gut bin ich, ach Gott, um Gottes Willen, ne? Wer redet hier von Weltrekorden, ne? So gut bin ich lang nicht. Aber man konnte sich da doch echt einige Sachen richtig gut abschauen von den Speedrun. Was ist denn da? Was spiele ich denn hier gerade zusammen? Tash, Tash und? Was in der Welt bin ich in 2-1? Aber ich wollte heute Abend noch mal in den, sagen wir's, in der Super Nintendo kurz reinschauen, was sie da für Spiele drin haben. Ich meine, ich habe den Super Nintendo Classic Mini hier auch noch nicht angeschlossen, der liegt irgendwo im Schrank herum. Aber wenn sie hier als Virtual Console, muss ich halt eben auch anbieten, warum nicht einfach mal reingucken, ne? Was für Spiele die da so präsenten. Hopp, komm. Das, nee. Also überhaupt nicht einer meiner Lieblingslevel, als ich klein war. In keinster Weise, in keinster Faser. Weil die Unterwasserphysik auch so komisch ist, ne? Guck mal hier, Hitbox, ciao. Eigentlich war ich schon im Fisch drinne. Nicht gestorben. Hopp, hopp, hopp. Eide, 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 komm. Und ciao. Let's go, komm. Ich glaube, im übernächsten Level ist da wieder Warp Zone, glaube ich, oder? Oder jetzt sogar. 2, 3, 2, 4. Na, jetzt kommen hier die ganzen Fischis gesprungen. Guck dir das an. So ein unnötiger Sprung. Einfach nur durchgerannt, so zwei, dreimal gesprungen, fertig. Ah, ich glaube das. Ah, ja. Ich kann mich entsinnen. Bitteschön, Dankeschön, kommen Sie wieder. Wieso? Geht doch. Aller Vater. Und nochmal, ne? Als ich Kind war. So brutal schwer. Ich glaube, das hat auch was mit der Koordination zu tun gehabt. Koordination, nicht immer so Hand-Augen-Koordination. Was macht das Gamepad? Was machen die Finger? Was sehe ich gerade auf dem Display? An viele Level kann ich mich auch gar nicht so gut entsinnen. Hier gab es bestimmt auch irgendeine Warp-Zone.
beziehungsweise nach eine Röhre. Aggressive Koopas hier. Einmal, einmal, komm. Wir haben doch keine Zeit. Unnötig, unnötig. Das war's. Mehr passiert hier nicht, oder was? Da war der fast eben wie eben in dem Fischlevel. Nur ein paar Jumps, das war's. Dry, dry. Leck. Das war gerade eben ganz schön flawless eigentlich. Aber wo bin ich denn hier? Wieso, ey. Wieso bleibe ich an diesem Scheiß hängen? Aber ich habe auch nie wirklich geschaut, gibt es einen Speedrun? Was sind die beste Zeit vollständig? 100% oder any percent macht ja gar keinen Sinn, ne? Aber ich meine mal, 100% hier bei Mario durchgespielt, wie schnell da die Zeit ist. Aber gibt es das? Gibt es so hier bestimmt in Speedrun Archive oder wie heißt denn das? Speedrun Archive, Archiv. So, lass uns mal kurz checken. Ich suche Super Mario Bros. 85, genau, hier haben wir den Teil. Was wird denn hier angezeigt? Any percent. Wenn man die englischsprachige Version, also NTSC, ne, die PAL-Version. Also wahrscheinlich hier mit allen Abkürzungen 4 Minuten, 54 Sekunden, 631 Millisekunden. Ah ja, hier. Wir gehen hier mal rein. Warpless, also ohne Röhren und bla bla bla. Da ist derselbe Rekordhalter auch, dieser Niftsky oder Niftsky. In 18 Minuten 54 Sekunden. Also. Das ganze Spiel Warpless. Also da, der verkackt ja keinen einzigen Sprung. Der muss es ja durchziehen wie Nasen. Keine Ahnung. Also. Aber was gibt es hier noch für eine Kategorie? Any percent All Stars? Nee, das macht keinen Sinn, oder? Was ist Any percent All Stars? Warpless All Stars? Was ist mit All Stars gemeint? Da müsste ich wahrscheinlich mal so einen Speedrun anschauen. Aber krass. 4,54. Du geht was. Da bin ich noch lang nicht. Aber das ist auch nicht meine Intention. Weil die haben da richtig reingehasselt, ne? Stunde für Stunde. Keine Ahnung, manche machen das ja Vollzeit, ne? Und ich muss sagen, mit dem Pro-Controller hier auf der Switch spielt sich nicht ganz so gut, ne? Hier. Da habe ich doch eher, vermisse ich das Gefühl vom uralten NES-Controller. Und da war ergonomisch zwar auch der letzte Rotz, aber hier war die Button, die B und A Button war da besser
also aufgestellt. Ja, guck mal, guck mal. Dann komme ich auch hier hoch, ja. Zack, zack, zack. Und da sind wir schon wieder auf ganz normalem Warp-Kurs. Scheiße, gar nicht, wie oft habe ich jetzt das Zurückspulen benutzt? Zweimal, dreimal, viermal? Das wäre quasi auch jedes Mal ein Leben mindestens. Ach komm. Ah, die nächste war es, die nächste. Und irgendwie im Speedrun sieht man auch, wenn da jetzt so eine Piranha-Pflanze ist und die eine Warp-Röhre ist, dass quasi der Mund, die Schnauze, wie du dazu sagen willst, von der Piranha-Pflanze noch quasi auf halber Höhe ist, aber Mario sich schon quasi mit rein warpen kann, ohne dass er halt eben Leben verliert. Wie das funktioniert, schauen wir mal raus. Mich mal reinfuchsen. Komm, mach mal das noch mal bis zum Bowser und dann gehen wir mal kurz in den SNES rein. Komm. Unnötig. Ja, du brauchst nicht zu werfen. Brauchst nicht zu werfen. Unnötig. Das sieht im Speedrun auch so flüssig aus, ne? Ich weiß ja nicht. Guck dir das an. Aber mit dem Level waren es jetzt schon dreimal, dass ich das Zurückspulen benutzt habe, oder? Und früher wolltest du als Kid ganz oben an der Pole sein, ja, dass du die meisten, ich glaube 5000 Punkte gibt's da oben. Ne? Und hier in dem Level mit dem Bullet Bill hätte man einfach glitschen können, habe ich, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Ja, Bratte. Kleiner Bratte, bist jetzt unten. Ja. Guck mal, wie knapp das war. Drecksack. Was war das für ein Kill? Ich glaube, wenn wie die springen, ist glaube ich auch random, oder? Keine Ahnung, jetzt von 10 Mal sind die 7 Mal unten geblieben, 3 Mal sind sie hochgesprungen, so Gefühl. Guck dir das an, Maike Mir. Jetzt rein. Eins. Zwei, drei. Und hier ist es ja so, dass er hier an die Kante springt. Hier an die Kante und direkt hoch kann. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ohne diesen Block zu betätigen.
So, noch einmal, weil es so schön war. So, jetzt in der letzten. In der letzten Runde bin ich besser durchgekommen hier in dem kurzen Schwimmlevel. Oh, Sakrament. Was war denn das? Aber wieso? Oh, der Durchlauf. Durchlaufen funktioniert auch. Push B, push B. So was nochmal pushen. Was hat er jetzt anders gemacht? Ah, okay. Jetzt starte ich hier. Nee, komm, geh mal raus. Zurück zur Spielauswahl. Ich will. Ah, nee, in den Home. Ah, Super Nintendo. Es wird überprüft, ob diese Software verändert werden kann. Natürlich, Bratte, aber natürlich. Ist alles legal. Ein Spieler. Harvest Moon. Wieso haben die so viele Kirby-Spiele reingeballert? Earthworm Jim. Oh, sollen wir gleich mal Super Mario reinschmecken? Oh, hier Super Metroid All-Time Classics. Oh, Mario. Mario Kart, klasse. Hier auch Donkey Kong Country 3. Super. Hey, was? Hey, Punk. Are you tough enough? Was ist das? Ah, The Peacekeepers. Ja gut, All Stars war ein bisschen lame, ne? Weil ich fand die grafische Aufbereitung jetzt nicht so prickelnd damals. So, ja. Star Fox 2 gab es, glaube ich, nie in Europa, oder? F-Zero. Ah, hier ist ja das eine Ding. F-Zero 99 gibt es ja jetzt auch hier, ich glaube, als Gratis-Download, oder? Kann das sein, hier im E-Shop. Ich bin mir nicht sicher. Dreschen auf Zelda. Bitteschön. Dankeschön. Kommen Sie wieder. Super. Yoshi's Island habe ich auch geliebt. Super Sucker. Ja, ich glaube es nicht. Kriege ich das noch auf die Reihe. Aber gehen wir mal kurz hier in Super Mario World. Also auch hier die ROM-Hacks sind ja richtig krass, ne? Mit sagen wir's, Grand Poo World und was es da draußen so alles gibt. Also die das spielen, die haben es echt brutal drauf. Warum kann ich das jetzt skippen? Doch, jetzt. Klasse, ey. Direkt wieder. Okay, wieder andere Controls. Oh, hier gehe ich schneller. Yoshi! Was war das? Der muss 4 oder 5 essen? Nein, ich will es nicht pausieren. Santa Maria. Ah, die ganzen Yoshi-Münzen. Ja. Stimmt, die mussten auch gesammelt werden. P-Switch, was macht der? Also hier oben. Jo, komm. Ganz gemächlich hier rein ins erste Level. Aber von den Controls ist auch wieder anders, ne? Ich glaube hier hoch zu ging es dann zu dem ersten Block, den der aktiv. Ach, guck mal.
den man aktivieren konnte. Für hier diese gelben Blöcke, roten Blöcke und sowas, die dir quasi ihren Boden machen. Aber ich kann... Oder muss ich dazu groß sein, um die kaputt zu machen? Ich weiß es nicht mehr. Hier, diese Blöcke habe ich gemeint, die hier noch so eingezeichnet sind. Ich glaube, als würde ich es zum ersten Mal spielen, so komme ich mir gerade vor. Ne? Man kann mit dem doch eigentlich auch fliegen, oder nicht? Ist so schweben zumindest. Ich weiß es nicht mehr. Und wenn so ein Level mit einem roten Punkt hinterlegt war, gab es noch einen zweiten Ausgang. Stimmt's oder habe ich recht? Ich will hier keine Leben sammeln. Ich will zum Switch. Genau. Switch Palace. The power of the Switch you have pushed will turn bla 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 into your progress will also be saved. Jetzt macht's ding 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 ding. Dann gehen wir zurück. Zurück in den nächsten Level. Ah, nee, warte mal. Hier unten war doch irgendwas, oder? Aha, sicher. Aber was hat's mir jetzt gebracht? Man stürzt sich da oben nicht mehr ab, ne? Der Yoshi kann erst später schweben. Ach, guck dir das an, was ich da zusammenspiele. Der macht jetzt Feuerbälle, jawohl. Wieso? Save the Yoshi. Ah ja, wie krieg ich jetzt nochmal das Item runter? Ah ja, hier. Yoshi! Heide Yoshi. Kann ich hier rein? Nee. Safe point. Hier unten gab es nichts. Ah, ich merke irgendwas, ich spiele es nicht richtig. Hier gab es auch noch irgendwas zu exploren. Kurz hier. Armor Ratio. So.
Ach, Jesus Maria. Was ich zusammenspiele, das kannst du nicht ausdenken. Das hat es jetzt richtig gebracht, ne? Da wäre ich. Da fällt dir nichts mehr ein her. Also das hat man jetzt richtig gebracht. Iggy's Castle. Ach, das war das, okay. Ich kann mich erinnern. Das war's schon. Geh doch runter. Ach du meine, jetzt muss ich jetzt da bin ich drauf springen. Warte mal, wo war ich denn noch groß? Oh, nee, wo hatte ich noch die Blume? Okay doch. So unnötig. So unnötig, dass ich da erst gestorben bin. Ein Level machen wir noch, oder? Wie ist die Lage? Ja, komm, thank you. Thank you, Mario, for saving us. Now travel to Donut Land. Ich bin müde. Spätestens das Viertel vor, was? Ne, Viertel. Viertel nach 11. So, hier im Roden gibt es auf jeden Fall einen zweiten Ausgang. Ob ich mich noch erinnern kann, werden wir dann sehen. Ah, das mit dem Fliegen. Okay, mit dem Fliegen. Ja. Aber hier, bei dem bekomme ich doch was, oder? Ja. Also. Hier nochmal, was schön war. Oh, aber wie funktioniert denn das Fliegen nochmal? Ayeba, die Pichku, ey, komm. Ne, hör mal hier an der Stelle auf. Wird wohl besser sein. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gesund, bleibt mir stabil. Und dann gucken wir gleich, dass wir diesen Stream hier nochmal hochladen als Re-Upload. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier alles jetzt noch klippen kann. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht. Tschüss.